habe hier 3 Tage mit vielen in China gesprochen, mir Chongqing angeguckt, Shanghai, mit Firmen gesprochen aus Deutschland, die dort tätig sind, zum Beispiel auch Wasserstoffantriebe für Fahrzeuge entwickeln und produzieren. Und ich habe mich natürlich in Peking dann mit denjenigen, die politische Verantwortung für das Land haben, unterhalten, dem Präsidenten Xi, dem Ministerpräsidenten. Wir haben sehr ausführlich, sehr intensiv gesprochen. Dabei ging es um alle Fragen, die gegenwärtig wichtig sind, zum Beispiel auch, was man tun kann im Hinblick auf den Krieg, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat. Da habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass man auch Gespräche möglich macht, an denen die Ukraine gerade arbeitet. Und ansonsten haben wir natürlich wirtschaftliche Fragen besprochen. Alles das, was für die Zukunft unseres Planeten wichtig ist, um den Klimawandel aufzuhalten. Nicht in allen Punkten sind wir einer Meinung, aber es war wichtig, über alle Fragen.